Hallo zusammen, hier ist das nächste Video zur Abschlussprüfung 2017 vom Zweig 2 Mathematik, Nachtermin und diesmal die Aufgabe B2. Wie ihr seht, hier ist wieder Lösung und Angabe jeweils geöffnet. Wir werden da auch manchmal hin und her schalten und eine Kleinigkeit diesmal noch zu den Videos an sich. Ich gehe immer davon aus, dass ihr euch mit diesen Aufgaben schon beschäftigt habt, deswegen sind natürlich diese Besprechungen der Lösungen sind natürlich auch recht flott. So, in dieser Aufgabe hier war gegeben, waren ein paar Seiten gegeben, außerdem einige Winkelangaben. Und die erste Aufgabe war, das Viereck selbst zu zeichnen. Ihr beginnt bei der Zeichnung des Vierecks mit der Seite AB, das ist die, die ihr als erstes antragt. Anschließend tragt ihr am besten diesen 80-Grad-Winkel hier an, das ist der Winkel CBA mit 80 Grad, den tragt ihr hier an. Und dann die Seite BC mit 8 cm. Dann habt ihr schon den Punkt C gegeben. Auf den Punkt D kommt ihr folgendermaßen: Ihr geht von A aus, diese 3,5 cm, so wie sie hier oben angegeben sind, die geht ihr rein und tragt hier den 90-Grad-Winkel an, denn der sitzt ja hier. Der Winkel DEA soll 90 Grad sein. Und wenn ihr dann von hier den 90-Grad-Winkel nach oben antragt und es verlängert und ihr tragt hier die angegebenen 60-Grad-Winkel, den Winkel BAD an und verlängert hier diesen Schenkel, dann schneidet sich das Ganze hier oben am Punkt D und dann habt ihr die Zeichnung bereits. Kommen wir zur Lösung der Aufgabe 2.2. Die Aufgabe 2.2, da ging es darum, dass Streckenlängen berechnet werden sollten, und zwar die Strecken ED und AD. ED ist sogar als Zwischenergebnis dann nochmal angegeben, da kann man seine Lösung wie immer schön kontrollieren. Die Streckenlänge ED lässt sich berechnen aus dem Tangens von 3,5 und dem Tangens von 60 Grad, meine ich natürlich, Entschuldigung, und der Strecke 3,5 Meter. Wo sitzen diese beiden Angaben? Hier ist die 60 Grad angetragen, die 3,5 ist die Strecke hier unten und das Ganze funktioniert in diesem rechtwinkligen Dreieck. Tangens, Gegenkathete durch Ankathete, also Gegenkathete ED durch Ankathete 3,5 Meter. Ausgerechnet ergibt das diese 6,1. Die Streckenlänge von AD, also hier, lässt sich dann berechnen, ganz leicht über den Satz des Pythagoras, der ist hier bereits umgestellt. Also AE zum Quadrat plus 6,1 zum Quadrat und das Ganze unter der Wurzel ergibt dann die Strecke AD, wie sie hier zu sehen ist. Bei der nächsten Teilaufgabe ging es um das Viereck EBCD, EBCD. Und es sollte die Streckenlänge von E zu C, also hier, ausgerechnet werden und der Flächeninhalt des angesprochenen Vierecks. Diese Streckenlänge EC ist schon auch wieder ein Hinweis dafür, wie es eventuell weitergehen kann. Denn das Viereck EBCD wurde durch diese Strecke von E zu C zerlegt in zwei Dreiecke und diese zwei Dreiecke wurden dann ausgerechnet. Generell sehen diese Ansätze bei den Lösungen ja immer relativ, ja, schon ganz schön kompliziert aus im ersten Moment, aber ich finde es gar nicht so verkehrt, denn diese Ansätze zeigen immer gleich, wo man im Prinzip hin will. Ja, also das ist direkt der erste komplizierte Ansatz hier, man weiß gleich, was man alles noch braucht. Ich versuche euch diesen Ansatz kurz mal näher zu bringen. Also hier ist eigentlich nichts anderes passiert als erstes Dreieck plus zweites Dreieck. Und das Ganze ist der Flächeninhalt. Und das heißt, das erste Dreieck wäre das Dreieck von 1/2 mal AB minus AD, das ist die Strecke EB hier, mal BC, also die Strecke von hier hoch zu C, mal Sinus des eingeschlossenen Winkels, also den Winkel CBA, den hat man gegeben, hier, das waren die 80 Grad. Und 1/2 mal EC mal ED, das ist die Seite EC, die man noch ausrechnen soll. Und ED, die hat man vorher ausgerechnet, und der Winkel CED, also der hier entstehen würde, diesen Winkel, den muss man zwischendrin auch noch berechnen. Gut, so, wie haben die Berechnungen jetzt hier stattgefunden? Also, die Seite EC wurde ausgerechnet. Die Seite EC von hier hoch zu C, die wurde ausgerechnet, indem der Kosinussatz angewendet wurde. Und zwar 8 zum Quadrat plus 9 minus 3,5, das ist diese Strecke hier von E zu B. 9 minus 3,5, also das ist EB, die zum Quadrat.
und dann diese beiden Seiten ja nochmal eingesetzt, minus 2 mal 8 mal genau wieder diese Seite EB mal Cosinus des 80-Grad-Winkels, der liegt hier. Also ganz normaler Cosinussatz angewendet. Ausgerechnet ergibt das 8,9 Meter. Dann anschließend wurde hier der Sinussatz verwendet, um den Winkel BEC auszurechnen. Das ist der Winkel von hier nach da. Und wozu braucht man diesen Winkel? Und am Ende von den 90 Grad genau diesen Winkel von BEC abzuziehen, damit man diesen kleineren Winkel hier drüben erhält. Also der Sinussatz. Sinus von BEC zu 8, also BEC zu der Seite 8 mit Sinus von 80 Grad zur ausgerechneten Seite EC. Aufgelöst ergibt das 62,3 Grad. Von 90 Grad abgezogen habe ich den Winkel, den ich brauche, mit 27,7 Grad. Das Ganze wird dann eingesetzt in diesen Ansatz von da oben, also 1/2 mal die Seite EB mal die Seite BC mal den Sinus von 80 Grad. Dann habe ich das erste Teildreieck, nämlich das Dreieck EBC hier und das Teildreieck 1/2 mal 8,9 mal 6,1 mal Sinus des eingeschlossenen Winkels ist das Dreieck hier. Diese beiden zusammen ergeben die Teilfläche A1. Bei der nächsten Teilaufgabe geht es erstmal nur ums Zeichnen, und zwar um den Kreisbogen FD zu zeichnen. Der Kreisbogen FD ist der hier, und zwar sticht man in E ein, nimmt hier diesen Radius und zieht hier entsprechend den Kreisbogen. Bei der Aufgabe 2.5 wird das Beet, was in 2.4 beschrieben wurde, also das Beet, was begrenzt wird durch den Kreisbogen FD und außerdem durch die Strecken DC und CF, also das heißt diese Fläche hier oben, diese Fläche wird als Beet bezeichnet und die soll ausgerechnet werden. Und zwar geht es erstmal bei der 2.5 um einen Zaun, der angelegt wurde, und zwar geht es um die Strecke DC und den Kreisbogen FD. Und das zusammen ergibt die Länge dieses Zaunes. Weil wir jetzt weiter nach unten scrollen müssen, gehen wir jetzt hier mal kurz auf die Lösung hier drüben auch noch, lassen die eingeblendet, damit wir die Skizze vor uns haben. Gut, also die Länge ergibt sich insgesamt aus dem Kreisbogen und der Strecke CD. Was hier drüben jetzt wieder angesetzt wurde, ist erstmal überhaupt der Kreisbogen. Wie komme ich darauf? Dazu brauche ich entsprechende Winkel und dann werden die nacheinander hergerechnet. Ist dann der Kreisbogen bekannt, wird noch die Strecke CD ausgerechnet. Und jetzt im Einzelnen. Der Kreisbogen. Das hier ist nichts anderes als die Formel für einen Kreisbogen. Nämlich 2 mal Radius mal Pi mal den entsprechenden Winkel zu 360 Grad. Und hier an der Stelle, den Radius kenne ich, ED, der wurde ausgerechnet, war als Teilergebnis angegeben. Und den Winkel FED, der muss berechnet werden. Das ist dieser Winkel hier, FED. Und jetzt wird nacheinander der Ansatz erklärt, wie komme ich auf diesen Winkel. FED erhalte ich, indem ich von 90 Grad BEF abziehe. 90 Grad ist der hier und der Winkel BEF, den finde ich hier. Wie komme ich jetzt aber wieder auf den Winkel BEF? Den erhalte ich, indem ich in diesem Dreieck, also im Dreieck EBF, von 180 Grad, also der Innenwinkelsumme, die Winkel CBE, CBE, der war bekannt, das sind die 80 Grad, und den Winkel EFB abziehe. Das ist der Winkel hier oben. So, und da hat man das nächste Problem, denn den Winkel kennt man auch nicht. Dieser Winkel kann aber berechnet werden über den Sinussatz. Und zwar wird der Sinus dieses Winkels ins Verhältnis gesetzt zu der Seite EB. Das seht ihr hier drüben wieder, das sind wieder die 9 minus 3,5. Also gesuchter Winkel, Sinus des gesuchten Winkels durch Seite EB ist gleich Sinus von 80 Grad durch 6,1. Die 80 Grad sitzen hier, die 6,1 ist die Seite EF. Warum weiß man die? Weil die Seite EF genauso lang ist wie die Seite ED, denn das Ganze ist ja ein Radius und ED wurde ausgerechnet. So, und mit dieser Information kann ich dann berechnen, dass EFB 62,6 Grad ist. Damit habe ich diesen Winkel hier oben. Über die Innenwinkelsumme kann ich den Winkel BEF berechnen.
Es ist der Winkel BEF, also hier. Und über diesen Winkel kann ich, wenn ich ihn von 90 Grad abziehe, dann diesen Winkel hier berechnen. Und somit kriege ich die Länge des Kreisbogens mit 2 mal 6,1, also der Radius, mal Pi, mal 52,6 360. Damit kriege ich diesen Kreisbogen. Die Strecke CD wird über den Kosinussatz bestimmt. Und zwar, indem ich hier diese Strecke mir anschaue, das ist ja die, die ich berechnen möchte. Und woher kommen die anderen Streckenlängen? Das ist hier die 6,1. Und dann das Dreieck von gerade eben, von oben von der anderen Teilaufgabe, von E zu C, diese Streckenlänge habe ich ja auch berechnet. Und dann habe ich hier ED, hier EC mit den 8,9 und der eingeschlossene Winkel, diese 27,7 Grad, die habe ich auch in der Teilaufgabe vorher berechnet. Damit kann ich den Kosinussatz sauber ansetzen, habe hier meine Streckenlänge für die Strecke CD und wenn ich die beiden dann addiere, habe ich meine Länge von 10,1 Metern. Und in der letzten Teilaufgabe geht es jetzt darum, den Flächeninhalt dieses Beetes zu berechnen. Das heißt, es geht um den Flächeninhalt hier oben, dieser Teilfläche. Die wird hier hergestellt, indem man von dem Viereck EFCD diesen Sektor hier abzieht. Dabei wird EFCD, dieses Viereck, wieder zerlegt in zwei Dreiecke. Das seht ihr hier, indem diese Fläche wieder zerlegt wurde in das Dreieck 1,5 mal EF mal EC mal Sinus des eingeschlossenen Winkels. Das heißt, das ist EF mal EC mal Sinus des eingeschlossenen Winkels und 1,5 mal EC mal ED, also die Seiten von vorn, die man schon kennt, EC mal ED mal den eingeschlossenen Winkel. Und davon abgezogen wird dieser Kreissektor. Das Ganze hier wieder in einen einzigen großen Ansatz verpackt. Diesmal muss man aber gar nicht viel ausrechnen, lediglich der Winkel FEC ist noch kurz zu ermitteln. Der Winkel FEC bis hier hoch, den erhalte ich, indem ich von 62,3 Grad, die finde ich hier drüben, das ist der Winkel BEC, davon wird der Winkel 37,4 Grad, den hat man vorher auch in der Teilaufgabe ausgerechnet, hier drüben. Da dieser Winkel BEF, der wird abgezogen und damit habe ich den Winkel FEC. So, und zu guter Letzt wird alles eingesetzt in wieder diesen Ansatz. 1,5 mal 6,1 mal 8,9 mal Sinus des eingeschlossenen Winkels, 24,9 Grad. Das ist 1,5 mal EF mal EC mal Sinus des eingeschlossenen Winkels plus 1,5 mal 8,9 mal 6,1 mal Sinus des eingeschlossenen Winkels und davon abgezogen der Kreissektor, da beginnt ab hier, also minus 6,1 zum Quadrat, also der Radius, mal Pi mal 52,6 Grad. Durch 360 Grad. Das Ganze komplett eingetippt in den Taschenrechner ergibt 7,0 Quadratmeter. Und das war es dann auch schon mit der Aufgabe.